Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich bin heute wieder mit einem weiteren ARK Anfänger Guide für euch am Start. Und diesmal klären wir die Frage, welche Dinos denn sinnvoll sind zu zähmen und welche ihr auf jeden Fall haben solltet. Ich habe das Ganze in drei Teile gegliedert: einmal in Dinos bzw. Kreaturen, die ihr unabhängig von eurem Level zähmen könnt, einmal in Utility Dinos, die ihr auf jeden Fall haben solltet, und einmal in Wasser Dinos. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, und zwar mit den ersten Dinos, die ihr unabhängig vom Level zähmen könnt. Und der Anfang wird hier gemacht von dem Otter, und der Otter ist super wichtig für euch, wenn ihr alleine spielt oder auch nur zu zweit unterwegs seid und jetzt die Höhlen machen wollt, um irgendwie die Bosse zu machen. Denn der Otter hat den riesengroßen Vorteil, dass er einfach Artefakte tragen kann. Man kann immer nur ein Artefakt pro Person tragen und der Otter kann eben auch noch eins zusätzlich tragen. Und damit ihr ihn auch gut zähmen könnt, habe ich hier nochmal diesen Vogel daneben gesetzt, weil mit dem könnt ihr nämlich Fisch rausangeln aus dem Wasser, beziehungsweise dann direkt Fisch Prime Meat bekommen und somit eben den Otter schnell zähmen, denn der Otter muss aktiv gezähmt werden, indem er immer wieder gefüttert wird. Deshalb also ist der Otter auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, eben aufgrund der Tatsache, dass er eben ein Artefakt tragen kann. Platz 2 machen dann für mich die Schnecke und der Dung Beetle, und beide sind wichtig, weil sie für euch eben passiv quasi Sachen produzieren können. Der Dung Beetle kann für euch in seinem Inventar Dünger produzieren, was wichtig für euer Gewächshaus ist später. Wie man den zähmt, habe ich euch auch schon ein Video zu gemacht, verlinke ich euch mal oben auf dem i. Und die Schnecke ist eben genauso wichtig, weil die eben auch für euch Dinge produziert, und zwar ist das Zementpaste, und die kann man genauso benutzen wie normalen Zement. Deshalb auch die beiden sehr, sehr wichtig. Den Dung Beetle bekommt ihr übrigens aus Höhlen, da solltet ihr euch immer einen mit rausziehen. Dann haben wir den Moshops und den Kairuku, und auch diese gehören ein bisschen zusammen. Der Kairuku ist wichtig, weil da kriegt ihr organisches Polymer raus. Polymer könnt ihr zwar selber auch herstellen, ist aber auch ein bisschen, na, ich will nicht sagen kostenintensiv, aber ist natürlich günstiger, wenn ihr einfach so einen Pinguin umklatscht. Auch wenn der Pinguin mein Lieblingstier ist, aber in ARK ist das nun mal so. Und natürlich könnt ihr den Kairuku abbauen mit einem Knüppel, das bringt euch auch Polymer. Ihr könnt aber allerdings auch einen Moshops benutzen und den könnt ihr eben auch besonders leveln über dieses Rad, und da habt ihr eben die Möglichkeit, hier Erntestufen anzusehen, und da könnt ihr dann eben auch Level verteilen. Und da ist es natürlich dann wichtig, dass ihr auf organisches Polymer geht, und dann bekommt ihr irgendwann ganz, ganz viel Polymer aus den Kairukus raus. Auch sehr wichtig bzw. sehr schön ist der Direwolf. Weil den könnt ihr eben reiten, ohne dass ihr einen Sattel dafür haben müsst. Das heißt, ihr könnt ihn wie alle anderen Tiere eben levelunabhängig zähmen. Und damit habt ihr schon einen ziemlich guten Fleischfresser an eurer Seite. Wenn ihr ihn gezähmt bekommt, ihr könnt ihn quasi ab Level, naja, 1, sagen wir mal 1, je nachdem wie euer Skill ist, zähmen. Ich habe es in meinem Let's Play nicht hinbekommen so schnell, aber wenn ihr da zum Beispiel 2, 3 Stück von habt, dann habt ihr auch so einen Pack-Bonus aktiviert. Das heißt, die Wölfe sind immer ein bisschen stärker. Ist auf jeden Fall eine ganz nice Sache, wenn ihr alleine unterwegs seid. Und dann haben wir noch den Oviraptor, und der spielt eine wichtige Rolle für die Kippelproduktion, beziehungsweise generell fürs Breeding auch, weil er einfach die Eierlegerate, glaube ich war es, erhöht. Er bufft einfach alle Dinos, die sich paaren können. Und wenn ihr nicht mit S Plus spielt, sondern irgendwie auf der PS4, Xbox One oder auf offiziellen Servern, dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch einen Oviraptor zu haben. Außerdem levelunabhängig zähmbar ein Ovis bzw. ein Schaf. Und immer wenn ihr eins seht, solltet ihr das auf jeden Fall zähmen. Macht mega viel Sinn, wenn ihr die Part habt, ihr eigentlich einen unendlichen Vorrat an Hammelfleisch. Und Hammelfleisch steht so mit Prime Meat eigentlich auf einer Stufe, ist teilweise sogar besser. Und gibt auch, glaube ich, sehr viel Energie wieder zurück. Also Leben. Deshalb Ovis auf jeden Fall immer zähmen und züchten. Kommen wir zu den ersten Utility-Dinos, und die sind jetzt eben nach Level gestaffelt, also wann ihr sie quasi zähmen könnt, wann es möglich ist. Da haben wir an erster Stufe den Raptor, und auch der ist sehr, sehr gut. Da habt ihr verschiedene Attacken mit. Ihr könnt zum Beispiel Gegner bzw. auch andere Menschen bzw. Überlebende damit eben ja auf den Boden drücken und sehr, sehr stark verletzen. Das klappt allerdings nicht bei allen Dinos, die müssen eben ein bisschen kleiner sein. Und auch hier könnt ihr wieder in einer größeren Gruppe umherziehen, quasi. Und das ist dann euer erster Fleischfresser quasi, den ihr haben könnt, und somit auch die erste gute Möglichkeit, um Fleisch effektiv zu farmen. Und weil das auch ein bisschen tricky ist, den zu zähmen, habe ich euch da auch schon mal ein Video zu gemacht, ist auch oben auf dem i verlinkt. Ach übrigens, auf Level 18 kann man den Sattel bekommen, ganz vergessen. Auf Level 30 gibt es dann den Iguanodon-Sattel, und der ist auch super praktisch, weil der Iguanodon
Rodon ist einfach sehr, sehr schnell unterwegs, verliert auch keine Ausdauer, wenn er auf allen Vieren unterwegs ist, kann gut Damage austeilen und ist ein sehr, sehr guter Dino, einfach um die Insel ein bisschen zu erkunden. Wenn ihr noch nicht fliegen könnt, generell könnt ihr den ja auch auf Geschwindigkeit skillen. Das heißt, dann ist er nochmal ein bisschen flotter unterwegs und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um von A nach B zu kommen. Wie gesagt, um ein paar Orte zu erkunden und so weiter. Auf Level 31 kommt schon das Mammut und das ist einer meiner Lieblingsdinos bzw. einer meiner Lieblingskreaturen in Ark. Warum? Ein Mammut ist einfach gut zum Holzfarmen und meiner Meinung nach auch die beste Möglichkeit, um Holz zu farmen, auch wenn da die Meinungen immer auseinandergehen und einige sagen, ja, ja, aber der Biber ist ja, nein, nein, der Biber ist nicht besser. Meine Meinung, okay? Naja, auf jeden Fall ist er sehr, sehr gut zum Holzfarmen und den kriegt ihr eben schon mit Level 31, was sehr, sehr gut ist und den könnt ihr auch relativ easy zähmen. Dafür müsst ihr einfach nur mal am Schneebiom langlaufen und häufig laufen die auch außerhalb vom Schneebiom rum. Das heißt, ihr könnt sogar ohne Pelzrüstung an einen Mammut kommen. Also Mammut wird auch später nochmal eine Rolle spielen im Zusammenhang mit einem anderen Dino und deswegen ist das Mammut für Holz eigentlich auch OP. Level 34, lasst euch nicht verunsichern, die stehen jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge gerade mal an dieser Stelle, ist der Dödi. Und ich weiß, er wird anders ausgesprochen, aber ich nenne ihn Dödi und das ist mein absoluter Lieblingsdino. Ich liebe diesen Dino, er kann rollen. Er ist süß, ich rette jeden, den ich sehe, wenn er in der Wildnis angegriffen wird. Und ihr könnt damit super Stein farmen. Das ist halt der Number One Dino für Stein. Das heißt, wenn ihr bauen wollt, dann ist dieser Dino auf jeden Fall ein Muss für euch, diesen zu zähmen, damit ihr genug Stein bekommt. Level 36 ist der Ankylosaurus und das ist der erste Dino, beziehungsweise auch der einzige an Land, mit dem ihr Metall effektiv farmen könnt. Das heißt also, mit dem könnt ihr schön auf den Berg gehen und dann euch das Metall da wegkloppen und könnt dann so zum ersten Mal, beziehungsweise könnt so einfach effektiver dann Waffen herstellen, Metallgegenstände generell. Ist in späterer Kombination mit einem anderen Dino, beziehungsweise mit einem anderen Flugdino auch noch interessant. Wobei ich der Meinung bin, dass er später überflüssig wird, wenn ihr eine Metallspitzhacke habt und eine Metallaxt und so weiter. Und die auch schon ein bisschen besser ist, dann seid ihr eigentlich immer besser dran als mit einem Ankylo. Bin ich der Meinung, ist zumindest meine Erfahrung. Level 37, der Säbelzahntiger. Und der ist auch sehr, sehr gut, weil das ist quasi das nächste Upgrade nach dem Raptor an Fleischfressern, das ihr haben könnt. Und ist meiner Meinung nach auch im Vorteil gegenüber des Wolfes. Ich hoffe, das war ein richtiger deutscher Satz. Ist ja auch egal, auf jeden Fall hat er einen Vorteil, weil er hat einfach einen Sattel und dadurch kann er eben mehr aushalten und somit habt ihr dann neben dem Wolf, der Wolf ist übrigens auch für die Höhlen gut, ebenso ein Saber, der eben dann auch gut ist für die Höhlen und eben deutlich mehr aushalten kann durch den Sattel und ihr könnt ja auch einfach einen besseren Sattel dafür finden, weshalb er dann noch mehr aushalten würde. Level 46, der Carnotaurus und das ist auch quasi wieder das nächste Upgrade zu einem Fleischfresser, wenn ihr irgendwie was Größeres haben wollt. Ich persönlich bin nicht so der Fan davon, weil er ist einfach langsam, hat wenig Ausdauer, hat dafür aber auch gut Bums eigentlich, ne? Also kann ganz gut austeilen und wäre so die nächste Möglichkeit, um wieder Fleisch zu farmen. Muss man natürlich gucken, ob man das nicht eventuell mit einem Saber macht, wobei der Saber macht, glaube ich, mehr Leder als Fleisch. Also wäre das doch eine Alternative, die aber langsam ist, wie irgendwie alle Fleischfresser. Auf Level 62 habt ihr endlich die Möglichkeit, einen Argentavis zu fliegen und das wird sehr, sehr viel bei euch im Spiel verändern. Ich habe den Petri jetzt hier nicht mit aufgeführt, weil wir hatten den schon mal in einem anderen Anfängerguide. Da habe ich euch auch gezeigt, wie man den zähmt. Auf jeden Fall, das Ding ist super, weil ihr habt da eine integrierte Werkbank drin. Das heißt, wenn ihr irgendwie auf Farmtour geht, dann könnt ihr ein bisschen Metall mit reinpacken schon, könnt eure Sachen wieder reparieren. Ihr könnt da mit einem Ankylo greifen, zu einem Berg fliegen, mit dem Ankylo alles abbauen und wieder zurückfliegen. Oder aber, ihr fliegt halt eben mit einer Spitzhacke und einer Axt hin und baut damit alles ab. Und das Tolle ist, dass das Ding nicht nur eine Werkbank ist, sondern er hat auch noch einen Buff auf eben viele Gegenstände. So zum Beispiel auf jeden Fall Metall. Das heißt, damit kriegt ihr auch eine Menge mit. Das ist dann also schon mal eine super Sache. Ihr könnt, wie gesagt, Sachen reparieren, Buff auf Gegenstände, beziehungsweise auf Ressourcen. Und wenn ihr euch dazu entschließt, mit einem Ankylo loszufliegen, dann könnt ihr das zusammen machen. Das wird euch das Leben auf jeden Fall erleichtern. Auf Level 76 habt ihr die Möglichkeit, einen Quetzalsattel zu bauen. Und das heißt, ihr solltet euch auf jeden Fall dann auch einen Quetzal zähmen. Ihr bekommt später noch einen Plattformsattel dafür. Das heißt, ihr könnt oben auf was draufbauen. Und das mega praktische ist hierbei, der Quetzal kann sehr, sehr viele große Dinos auch tragen. Und unter anderem eben das Mammut. Und deswegen sage ich auch, das Mammut ist einfach die Nummer 1 fürs Holzfarm. Denn wenn ihr jetzt zu zweit seid, so funktioniert es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es auch alleine funktioniert. Dann kann einer den Quetz fliegen, der andere sitzt auf dem Mammut und dann packt der Quetz das Mammut. Und ihr fliegt durch den Wald und ihr haut einfach die ganze Zeit Holz weg und es geht super schnell, also deutlich schneller, als wenn ihr mit dem Mammut laufen würdet und das ist einfach mega OP und deswegen ist so die Quetzal-Mammut-Kombi für mich ja das Beste, was es für Holzfarm irgendwie gibt, zumindest wenn man keine Kettensäge hat und sowas, ja. Kommen wir einmal zu den Wasserkreaturen und da habe ich an der ersten Stelle den Baryonyx
Und der ist auch super praktisch, weil er ist einmal zu Land aktiv und einmal auch im Wasser. Das Gute ist, ihr könnt den auch in Höhlen benutzen, denn es gibt auch einige Höhlen, wo ihr unter Wasser seid, beziehungsweise kleine Strecken unter Wasser seid. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, so einen zu haben. Und das Tolle ist nicht nur, dass er eben auch an Land und Wasser ist, sondern er hat auch im Wasser eben eine sehr gute Attacke und das ist diese Stun-Attacke. Und damit könnt ihr auch einfach Alpha-Megalodons zur Strecke bringen, das ist gar kein Problem. Und so könnt ihr auch die ersten Unterwasser-Dinos zähmen, wenn ihr denn euch welche zähmen wollt. Ja, so habt ihr auf jeden Fall einen guten Einstieg ins Wasser und seid relativ safe, einfach durch diese Stun-Attacke. Damit könnt ihr dann eben Gegner stunnen, die entweder kaputt machen oder eben wegschwimmen, wenn es euch zu heikel wird. Deswegen Baryonyx auf jeden Fall eine sehr, sehr große Empfehlung. Ist ab Level 49 verfügbar und würde ich mir auf jeden Fall ziehen. Dann habt ihr ab Level 60 die Möglichkeit, einen Basilosaurus zu zähmen und den solltet ihr euch auf jeden Fall auch zähmen. Und damit ihr auch direkt einen habt, der für Höhlen gut ist, solltet ihr euch darauf achten, dass er auf jeden Fall viel Leben hat und ein bisschen Angriffsschaden, weil er eben vor euch tanken muss und eben auch euch verteidigen muss. Der Vorteil beim Basilosaurus ist ganz einfach, dass er immun gegen diese ganzen Aale im Wasser ist, also gegen diese ganzen Schockgeschichten. Das heißt, ihr könnt da nicht runtergeholt werden, beziehungsweise ihr seid auch nicht einfach gestunt im Wasser. Das ist super praktisch in den Höhlen und generell unter Wasser ist das super, super praktisch, weil es einfach viel zu viele von diesen dämlichen Aalen gibt, die dann irgendwie rumschocken wollen und euch nerven. Deshalb Basilosaurus auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, auch um Höhlen zu machen und sollte auf jeden Fall gezähmt werden. Und natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, beziehungsweise noch weitere Unterwasser-Dinos, wie zum Beispiel den Mosasaurus, den Plesiosaurus oder den Thusoteutes, was dieser verdammt große Tintenfisch ist, hatte ich auch alles schon gezähmt, bis auf den Mosa und das müsst ihr alles selber wissen. Thusoteutes ist ein bisschen anfällig für diese ganzen kleinen Viecher, weil die dann einfach in den Kopf reinschwimmen, sich da festbaggen und dann war es das meistens. Ansonsten setze ich einfach auf den Bario und auf den Basilo und da seid ihr dann auch ganz gut aufgestellt. Ich habe es eben schon angesprochen, wenn ihr Höhlen machen wollt und Höhlen ist das richtige Stichpunkt. Höhlen gucken wir uns beim nächsten Video an und für die Ungeduldigen habe ich jetzt auf der rechten Seite mal die Playlist zu meinem Let's Play verlinkt, denn da habe ich auch schon einige Höhlen gemacht, das heißt, da könnt ihr euch schon mal einen kleinen Überblick verschaffen. Ansonsten empfiehlt YouTube euch jetzt hier noch ein Video, unter mir könnt ihr abonnieren. Ansonsten lasst auch gerne einen Kommentar da und einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin und ciao.